musst einfach wach sein. Und das waren sie halt leider Gottes mal wieder nicht. Warum sollst du das wegen so einer Scheiße einknicken oder anders Fußball spielen? Das macht für mich keinen Sinn. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung. Der helle Wahnsinn. Wie du solche Elfmeter pfeifst. Es gab keine klare Einstellung, wo du sagen kannst, yo, der ist auf jeden Fall an der Hand. Also schon allein, dass man da überhaupt drüber diskutiert, dass der an der Hand war oder nicht. Junger Vater. Also was war das für ein Spiel? Und vor allem dieser Lucky Punch am Ende. Gonzalo Castro. 3:2. 92. Minute. Gonzalez bricht da unten durch, setzt sich durch. Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat einfach zu perfekt ins Schema reingepasst, dass wir dieses Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei. Seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gutes Spiel gemacht. Ich bleib dabei. Diesmal im positiven Sinne, was zur Hölle war das? Das hätte, glaube ich, keine Sau erwartet. Ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, du bist komfortabel am letzten Spieltag auf dem zweiten Platz aufgestiegen. Ich hätte den so hardcore ausgelacht. Das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. Und dann moinsen zum ersten Podcast. Auch eigentlich, ne, normalerweise jetzt Preview und Review-Podcast in einem, aber heute ist es eigentlich nur ein Preview, weil, keine Ahnung, Testspiele in der Vergangenheit, ja, ist eher eine Preview und ein Roundup mal von dem, was so passiert ist in dieser Sommerphase bisher. Haben uns ja auch seit dem ewig langen Podcast zur Saisonzusammenfassung quasi, das Saisonrückblick, nicht mehr gehört. Und was ihr gerade gehört habt, ist auch so mal ein Versuch von so einer Art Jingle. Klar, ist ein Ticken länger, aber finde ich auch nicht verkehrt. So mit ein bisschen Musik hinterlegt, ein bisschen Aussagen aus Podcasts von letzter Saison. Jetzt beginnt quasi auch eine neue Podcast-Saison zur Saison 2021. Wie gesagt, wird nicht mehr irgendwie, gab es ja auch am Ende schon nicht mehr. Da war es ja dadurch bedingt, dass halt so viel Spiel auf einmal kam, jetzt im letzten Spiel noch durchzudrücken, da dann irgendwann im Mai, wann es da war. Aber auch generell wird einfach jetzt ein Podcast in der Woche im Normalfall kommen halt, wo dann die Review von dem vergangenen Spiel und die Preview von dem kommenden Spiel mit drin ist. Weil, so auf zwei aufgeteilt, bringt nichts. Hat irgendwie keinen großen Sinn, macht nur mehr Arbeit. Gehen wir so ein bisschen chronologisch durch, was so passiert ist. Ich habe hier ganze Tweets rausgesucht, wie gesagt, ihr kriegt die ganze Scheiße auch unten in der Videobeschreibung auf YouTube, verlinkt die ganzen Artikel und sowas. Da achte ich ja sowieso mittlerweile sehr drauf, dass wirklich alles perfekt verlinkt ist und so weiter. Habe ich schon immer gemacht, aber jetzt halt noch ein bisschen genauer, auch die Bildrechte und so weiter. Also immer gerne die Videobeschreibung gucken. Hier, 8. August ist der Tweet, weil das Spiel war wahrscheinlich am selben Tag, dann 6:1 gegen Sandhausen, Testspiel. Gut, hat jetzt keine große Aussage, war jetzt nicht schlechtes Spiel. Schön 6:1 gewonnen, gutes Ding gewesen. Dann ging der Spaß los mit den ganzen abgesagten Testspielen. Wir machen mit Marseille, fangen wir an, auch abgesagt. Wäre ein cooler Test gewesen, auch Mitte August wäre ein cooler Test gewesen, ausgefallen, weil Corona-Fall bei Marseille. Dann machen wir weiter, ne, paar Tage später quasi, wäre Test gegen Mainz gewesen, auch ausgefallen wegen Corona-Test bei Mainz. Ich bin ja eh mal sehr gespannt, weil irgendwie gerade haben wir tausende Corona-Fälle ständig bei irgendwelchen Testspielen ständig abgesagt werden. Aber in der kompletten Saisonabschluss außer Dresden hatten wir da eigentlich nichts, was irgendwie den Spielbetrieb behindert hat. Bin mal gespannt, ob sich das so weiterzieht oder ob das dann quasi, blöd gesagt, auffällig schnellere Spiele abgesagt werden in Testspielphasen als während der Saison. Schon mal interessant zu sehen. Dann hat Eckloff einen langen Vertrag bekommen, bis 2024 hat er ihn bekommen, weil er einfach volljährig ist, mit 18 am 20. August hat er den bekommen. Oder zumindest habe ich hier einen Tweet vom 20. August. Ja, nice. Großes Talent, behalten wir bei uns. Er soll natürlich dann halt auch, ne, Spielpraxis bekommen, aber ich denke, die wird ihm irgendwie zugesichert geworden sein, sonst wäre das vielleicht der nächste, keine Ahnung, Dayaku gewesen, der nächste Per Lockel oder wer immer da alles jetzt gegangen ist in den letzten Jahren. Dann haben wir das Testspiel gegen Liverpool 3:0 verloren, aber trotzdem ein gutes Testspiel gemacht. Die haben auch in der ersten Halbzeit war es, glaube ich, komplett mit gefühlter Bestmannschaft gespielt, Liverpool. Also wir haben da echt nicht schlecht dagegen gehalten. Einen Ehrentreffer hätten wir uns definitiv auch verdient gehabt, aber wurde am Ende ein 3:0. Dann
Habe ich hier irgendwie gerade ein bisschen Quatsch-Tweet, keine Ahnung, was ich hier rausgesucht habe, aber hier steht nichts drin. Deswegen glaube ich, das ganze Ding auch so mehr oder minder, ne? So One-Taker-mäßig, so wird es auch bleiben. Hier, Heldencup, 3-2 gewonnen gegen den HSV mit einer überragend geilen Kiste von Gonzales. Von hinter der Mittellinie, die jetzt auch dann, kann ich jetzt den Tab auch schon löschen, aufgestellt wurde zur Todesmonatswahl. Einfach geile Bude, mal gucken, ob es gewinnt, aber gut, da ist schon ein paar. Ich sehe ja, glaube ich, irgendwie ein Tor in der Champions League von Bayern mit drin, also ist die wahrscheinlich relativ gering, aber mal sehen. Social Media mäßig hat der VfB einige Anhänger, also das ist immer schon relativ stark vertreten. Dann, darum geht es ja auch gleich dann noch in der Preview quasi, wir spielen am Sonntag, 13. September, diese Woche Sonntag, 15:30 bei Hansa Rostock, auswärts im Pokal, 3 Jahre in fucking Folge. Ja, das, keine Ahnung, verstehe ich nicht, wie sowas funktioniert oder die Wahrscheinlichkeit hat doch schon irgendwie ausgerechnet, dieses extrem behindert tief, dass du einfach in 3 Saisons am Stück in der ersten Runde in Rostock spielst. Das kann dir doch keiner mehr erzählen. Also nächste Saison schaue ich mir diese Erstrundenauslosung wirklich nicht mehr an. Braucht, hat keinen Sinn mehr, spielen gegen Rostock. Dann Heldencup gewonnen. Durch den 2-0-Sieg gegen Bielefeld war auch kein spannender, aber gescheiter Test. Bisher auch alle Testspiele gewonnen, von denen man ausgehen konnte, dass man es auch gewinnen kann. Also Sandhausen gewonnen, Hamburg gewonnen, Bielefeld gewonnen. Also kann man nicht großartig meckern. Dadurch, wie gesagt, auch den Heldencup gewonnen und wir spenden, ich gehe mal ins Bild ran, 30.000. Ja, also hier auf dem Ding steht nicht dran, wofür, aber dann wahrscheinlich in die Richtung VfB Fairplay. Aber da spenden wir was raus. Durch den Sieg haben wir hier schon ein paar Termine stehen für den September. Kann der VfB gerne weitermachen, diese coolen Infografiken. Quasi monatsplanermäßig eingetragen im Kalender, was wann ist. Finde ich ganz nice. Können Sie gerne weitermachen für die nächsten Monate. Wie gesagt, das Testspiel gegen Straßburg, was dann ja mit 4-2 gewonnen wurde. Die erste Halbzeit hat mich echt, also das war das einzige Spiel, was ich wirklich so ziemlich komplett geschaut habe und auch wirklich gut verfolgt habe, das Spiel. Die anderen jetzt. Ich kann so ein paar Clips, aber jetzt nicht wirklich groß über die 90 Minuten. Das ist auch nicht voll, aber das, was ich gesehen habe, war erst halt echt nicht, naja, die war ein bisschen wackelig, keine Ahnung, hat ein bisschen Selbstvertrauen gefehlt scheinbar in der Truppe. Da hat es so ein bisschen gesehen, was der Nachteil an so einer Dreierkette werden kann, wenn halt einer von den drei Verteidigern einen Kackpass spielt, wie ich glaube, der Anton war es zum ersten Tor, ne, dann fällt direkt die Kiste und dann macht Straßburg das Ding auch eiskalt. Die waren halt auch, ne, deswegen war es ein ganz guter Härtetest, auch wenn die VfB offiziellen quasi dieses Wort auch irgendwo nicht hören wollt mit Härtetest, aber die haben schon 2 Spiele hinter sich in der Liga, beide verloren, aber trotzdem, die sind schon voll drin. Wie gesagt, das Spiel in Rostock passiert, dann spielen wir Samstag, Woche drauf, 15:30 gegen Freiburg am 19., die Bundesliga beginnt und dann nochmal Woche drauf, Samstag 15:30 in Mainz. Und ich meine, die ersten 8 Spieltage, müsste ich eigentlich auch gleich nochmal gucken. Machen wir auch gleich noch, dass wir den Spielplan angucken. Ganz vergessen, dass der ja auch in dieser Phase war, in der ich mich quasi podcastmäßig nicht gemeldet habe. Deswegen schauen wir gleich mal den, suche ich gleich nochmal raus, unsere genaue Planung in der Bundesliga von Spielplan. Ja, Castro ist unser neuer Kapitän, hat mich ein bisschen überrascht. Kann ich mir auch böse gesagt fast nur mit der Erfahrung erklären. Es hieß auch schon von Matarazzo, ne, positiverweise hieß es schon, dass das nicht unbedingt direkt eine Standardsgarantie ist, weil, keine Ahnung, die würde ich einem Castro auch nicht geben. Der hat sich gebessert, ja, aber keine Ahnung, ich würde im Mittelfeld auf der Doppel-6 oder Doppel-8 oder whatever, würde ich da immer noch lieber Mangala und Endo sehen. Also bin ich mal gespannt, aber ja, Erfahrung hat er ja. Also das qualifiziert ihn zumindest mal. Dann hier der 4-2-Test-Sieg gegen Straßburg ist natürlich auch mit drin. Und dann suchen wir mal noch schnell hier den Spielplan vom VfB raus. Auf jeden Fall kann man schon mal sagen, dass der uns eigentlich, ne, der ist gar nicht mal so kacke, der Spielplan, der ist halt wirklich für uns eigentlich nicht so kacke. Der ist relativ gut ausgewogen, also ist eigentlich echt nicht verkehrt, der Spielplan. Wie gesagt, ich muss jetzt hier kurz gucken. Bin ich leider erweng unvorbereitet rein.
Beziehungsweise wusste ich nicht mehr, dass das ja auch da mit reingehört. Ah ja, wann kam denn der Scheiß? So lange her ist es aber nicht, dass der Spielplan rauskam. Schauen wir mal. Also wie gesagt, wir fangen ja an. Wir fangen ja an. Die Spiele habe ich zumindest im Kopf. Gerade ein bisschen broke der Podcast, aber ja, passiert. Wenn ich in meine Screenshots reingehe, habe ich den Spielplan ja irgendwo drin. Ganz genau, da ist er doch. Wir beginnen mit einem Spiel gegen Freiburg zu Hause, auswärts Mainz, zu Hause Leverkusen, auswärts Berlin, zu Hause Köln, auswärts Schalke, zu Hause Frankfurt. Auswärts Hoffenheim, zu Hause Bayern, auswärts Bremen, zu Hause Union, auswärts Dortmund, zu Hause Leipzig, auswärts Wolfsburg, zu Hause Gladbach, auswärts. Ich hab's gerade, hab ich das gerade falsch schon vorgelesen? Nee. Nee, den zweiten Part habe ich falsch schon vorgelesen. Also nach dem Spiel auswärts bei Bremen. Geht's weiter mit auswärts Dortmund, Heim Union, ist ein bisschen komisch in dieser Grafik. Dann auswärts Wolfsburg, Heim Leipzig, auswärts Augsburg, Heim Gladbach und dann auswärts in der englischen Woche auswärts in Bielefeld. So rum ist richtig. Jetzt habe ich auch den Faden wieder ein bisschen reinbekommen in den Podcast. Tut mir leid. Aber ja, wie gesagt, das ist vollkommen ausgewogen. Du hast nicht irgendwie so eine Phase, wo du, keine Ahnung, genau weißt, Scheiße, am Saisonende holen wir gar keine Punkte mehr. Oder fuck, wir können ausgehen, dass wir in den ersten Spielen gar keine Punkte holen. Auch die großen Top-Clubs, Bayern, Dortmund und so weiter, die sind alle mehr oder minder gut aufgeteilt irgendwo in der Saison. Und du beginnst halt aber wirklich mit einer Phase, wo du eigentlich direkt schon, ne, eigentlich schon Punkte holen musst. Ist einfach so. Musst du eigentlich Punkte holen. Freiburg zu Hause. Auswärts Mainz. Gut, Leverkusen zu Hause ist so ein Fluch, da gewinnen wir eh nie. Auswärts Berlin, zu Hause Köln, auswärts Schalke. Die ersten Spieltage musst du ja eigentlich direkt schon so ein bisschen, was heißt Polster, aber zumindest mal Selbstbewusstsein tanken, das ist in den Spielen auch möglich. Da hast du eigentlich immer ausgewogen, ne? Frankfurt zu Hause, ja. Auswärts Hoffenheim, naja. Zu Hause München, naja. Ah, auswärts Bremen. Ah, gut. Dortmund, scheiße. Ah, Union. Ah, Wolfsburg musst du gucken, auswärts. Leipzig zu Hause, ja. Aber Augsburg kannst du gewinnen. Gladbach zu Hause, haben wir auch schon öfter gewonnen. Letzter Spieltag dann auswärts Bielefeld für die Hinrunde. Ist relativ gut ausgeglichen, also wir sollten jetzt nicht irgendwie in irgendeine Phase hüpfen oder irgendwie 5 Spiele am Stück verlieren. Das sollte eigentlich nicht passieren. Was ich schon mal eigentlich gar nicht so verkehrt finde. Und auch der letzte Spieltag könnte dann echt heiß werden, weil letzter Spieltag wäre dann, also der wirklich letzte Spieltag, der 34. wäre ein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Mal gucken, ob das dann vielleicht sogar irgendeine Aussagekraft am Ende des Tages hat im Abstiegskampf. Sind wir mal gespannt. Auch wenn wir uns natürlich, ne, Platz 15 wünschen, mindestens mal. Da wird auch nächste Woche nach dem Spiel gegen Rostock, also zwischen Rostock und Freiburg, meine Saisonprognose kommen. Also nicht nur für den VfB, sondern generell in so einer Tierlist-Manier, wie es ja gerade so ein bisschen trendet, dieses Tierlist-Ding. Welch habe ich schon vorbereitet und muss dann noch ein bisschen gucken, mich da ein bisschen einlesen, wie die Clubs sich auch so viel, ne, transfermäßig aufgestellt haben, was ich auch jetzt gleich noch mache beim VfB. Um da auch so ein bisschen wenigstens halbwegs argumentativ gucken kann, okay, haben die sich verbessert, haben die sich verschlechtert, wo könnten die enden? Auch wenn ich dann eh weiß, wenn ich nächste Saison oder nach dieser Saison darauf reagieren werde, dass das dann trotzdem größte Bullshit war, den ich überhaupt gelabert habe. Das kann ich auch jetzt schon garantieren. Nö, Kader, hier, zack, los geht's. Zugänge: Waldemar Anton 4 Millionen, Kobel 4 Millionen, Endo 1,7 nach der Leihe, Stenzel 1,3 nach der Leihe. Also bei Endo war schon eine Kaufoption mit drin, bei Stenzel nicht, aber trotzdem nach einer Leihe 1,3 und Mafropanos kostet die einjährige Leihe scheinbar auch laut Transfermarkt.de 250.000. Dazu Momo Cissé, ablösefrei von Le Havre. Nartey kam zurück von der Leihe, klar, wurde auch wieder direkt wieder ausgeliehen an Sandhausen. Eckloff und Aidone stehen jetzt ja auch als Neuzugänge quasi drin, weil die halt von der U19 oder von der zweiten Mannschaft hochkommen. Abgegeben, ne? Auch fast schon wieder vergessen, dass wir die abgegeben haben. Aber die ganzen Kaufoptionen, da ziehen natürlich. Donis 4 Millionen, Akolo 3,5. Und damit hast du auch quasi wieder die Kohle drin für
nur fast die Kohle drin für Kobel und Anton. Nachdem, wie gesagt, ausgeliehen nach Sandhausen, Kopacz. Jetzt bin ich gerade, ist das eine Leihe gewesen oder haben wir den verkauft? Kopacz zu Würzburg Kickers. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob der Leihe ist oder verkauft. Aber gut, könnte auch verkauft gewesen sein, weil wir haben, keine Ahnung, der hat bei uns keine Zukunft mehr. Wie gesagt, Holger Badstuber in die zweite Mannschaft runterdegradiert und Mario Gomez Karriereende zählt hier auch noch in die Abgänge mit rein auf transfermarkt.de. Badstuber auch so eine Thematik, ne? Ich meine, wir haben jetzt genügend Leute hinten drin, ja, aber trotzdem mal ein Statement, ihm zu sagen, yo, du bist nicht mehr in unseren Planungen drin. Suche einen neuen Verein oder ne, zweite Mannschaft. Und scheinbar macht er zweite Mannschaft, warum auch immer. Hat er scheinbar Angebote aus USA oder whatever gehabt. Oder hat sie, keine Ahnung, wie auch immer. Keine Ahnung, also auf Batschubers Seite würde ich ja eher gucken, dass wir den, oder dass ich als Bartstuber, keine Ahnung, dass ich gehen würde. So, keine Ahnung, ich weiß nicht, was der jetzt bei uns in der zweiten Mannschaft da am Rumchillen ist, aber gut, seine Entscheidung. Aber schon mal ein gutes Zeichen, finde ich, ein starkes Zeichen. Kann natürlich auch sein, dass jetzt ein Badstuber halt darauf, ne, wenn man jetzt mal wieder VfB-typisch denkt, dass jetzt ein Badstuber halt darauf wartet, dass er irgendwann im November, wann auch immer, unsere typische Herbstentlassung, da im Oktober, November, nach der Entlassung vom Matarazzo, wieder eine neue Chance hat oder so. Das ist natürlich jetzt diese typische VfB-Sicht, ne? Dieses von wegen, jo, irgendwann im Herbst nach den ersten 3, 4 Spieltagen ist der eh weg. Was natürlich sein kann, ne? Keine Ahnung. Der Saisonstart ist an sich, wie gesagt, finde ich nicht schlecht den Saisonstart. Absolut nicht. Auch diese ganze Saisonplanung oder Spielplan spielt uns ganz gut rein eigentlich. Aber beim VfB kennen wir es ja, es kann sehr, sehr schnell gehen, dass da wieder ein Trainer fliegt. Aber mal gucken. Kontinuität, ein klarer Plan. So wirkt ja zumindest gerade unter Hitzesberger und Mislintat. Dann natürlich dazu habe ich auch gerade noch gesehen, keiner für die erste Mannschaft, aber den auch geholt, was ja auch irgendwie ein großes Ding war ja. Habe zu dem keine große Einschätzung, aber scheint ja ein großes Ding zu sein. Der Sanko geholt von Stoke City von der U18 für 150.000 Ausbildungsentschädigung scheinbar. Den Sanko geholt, was ja auch anscheinend ein Riesentalent sein soll, den wir uns da geangelt haben für die 19. Also mal gucken, was da dann, den Mohamed Sanko, was da man mit dem weiterhin passiert. Aber für die erste Mannschaft ist er, wie gesagt, nicht drin, deswegen hatte ich ihn auch gerade nicht mit reingenommen bei den Leuten, die wir jetzt richtig als Zugänge zu vermelden haben. Sie ist hier auch ein interessanter Junge, ablösefrei. Ja, wir haben da wirklich ein unsagbar junges Team zusammen. Das ist krass. Wir haben so ein junges Team zusammen. Ich weiß nicht, ob man es hier auch irgendwo bei Transfermarkt sehen kann, den Altersdurchschnitt. Aber es haben ja schon viele geschrieben, auch der Kicker, glaube ich, irgendwo geschrieben in irgendwelchen Instagram-Posts. Kann man eigentlich auch mal kurz gucken. Waren es jetzt 22,3 Jahre, die unser Team im Schnitt alt ist? Oder unsere Mannschaft alt ist? Oder waren es 23,2? War es andersrum? Schauen wir mal. Ah, mit aktuell 23,8 Jahren stellen die Stuttgarter den jüngsten Kader der Liga. Das ist schon krass. Schon krass. Also, ne, das kann volle Kanne abgehen. Kann aber auch volle Kanne auf die Schnauze fallen damit. Es wird, keine Ahnung, das ist so unsagbar unpredictable, was in dieser Saison passiert oder was dieses Team leisten kann. So unfassbar unbewertbar für mich aktuell. Weil einfach auch so viele Spieler dabei sind, wo du nicht genau weißt, haben die Bundesliga-Niveau oder so Leute wie Gonzalez oder so, haben sie es jetzt, weil sie die letzten Saisons noch nicht wirklich nachweisen konnten oder auch ein Sosa oder sowas. Also wird sehr, sehr interessant. Auch ein junger Trainer, allgemein jung und in Hitzlsperger auch irgendwo unerfahren, dann auch in den hohen Positionen. Also es ist echt ein interessantes Projekt. Wenn es klappt, geil. Wenn nicht, dann ist wieder die Kaderplanung scheiße und so weiter. Man kennt unser Umfeld. Also wird eine verdammt interessante Saison. Wird auch doppelt oder noch ein bisschen verstärkt ist interessant, wird durch unsere tausenden Verletzten. Mach ich mal hier den Übergang. Wir haben Avucha verletzt. Steht hier bei transfermarkt.de voraussichtlich quasi ganzes Jahr noch verletzt. Der wird aber bei uns irgendwie auch gefühlt sowieso keinen Schritt mehr machen, habe ich so das Gefühl. Den hat es auch bös verwischt. Mit seinen Einsätzen, mit seinen Leistungen, jetzt leider echt bös verwischt. Aber der ist ja auch noch sau jung.
Vielleicht wird er auch wieder einer, der tausendmal ausgeliehen wird oder so, keine Ahnung. Mola steht Rückkehr unbekannt, Hüftprobleme, das scheint ja irgendwie ein komisches Ding zu sein. Kann sein, dass der noch 3 Wochen braucht, wieder kann, dann kann es sein, dass der auch die komplette Hinrunde ausfällt. Scheint irgendwie ein kniffliger Bereich in dieser Hüfte zu sein, aber da habe ich ja keine Ahnung. Tommy, Ellenbogenverletzung, wurde ja schön reingerasselt im Liverpool-Spiel. Linker Ellenbogen war es, glaube ich, der sich gebrochen hat. Also, boah, das klingt so ekelhaft. Da steht 3.10. Rückkehr, Förster, Rückkehr unbekannt, aber der braucht, glaube ich, auch noch ein paar Wochen auf jeden Fall. Beinverletzung. Ecklauf-Syndesmose-Bandanriss steht dran, ja, Ende September, 21. September. Und jetzt Gonzales, auch ganz frisch verletzt. Muskelbündelriss steht hier drin und der fällt ja, wie gesagt, 4 bis 6 Wochen aus. Das ist auch ein ganz frischen Test, wo er ein paar Leute ein bisschen hops genommen hatten, dann gefoult wurde, danach die Davies 2-0, 2-0, 2-2 gegen Straßburg geschossen hat. Das war nach der Solo-Aktion. Das sah alles gar nicht so schlimm aus, aber 4 bis 6 Wochen ist natürlich jetzt eher weniger geil. Könnte für unsere Planung zumindest, weil ich ihn gerne zumindest behalten würde, in Gonzales. Ich glaube, der kann den nächsten Schritt machen. Der wird gerade nur besser. Ist vielleicht in der Hinsicht dann gut, weil, keine Ahnung, 4 bis 6 Wochen, das Transferfenster ist meines Wissens bis zum 4. Oktober, glaube ich, offen. Dann wird er dann nicht mehr verkauft. So einfach ist, der wird dann nicht mehr verkauft. Den kauft da jetzt keiner irgendwie so halb verletzt. Oder zumindest sinkt für mich die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt wechselt durch die Verletzung. Und dann ist Massimo noch verletzt, voraussichtlich die Rückkehr 12.09. Da gab es aber, glaube ich, auch schon einen Post, dass er wieder im Training ist. Aber trotzdem einige verletzt. Und so kommt dann der Kicker auf die Startelf oder auf eine wahrscheinliche Startelf von Kobel, Dreierkette, Kempf, Anton Stenzel, Fünferkette, Wamakituka, Endo, Castro, Sosa, vorne die Didavi, Clement und dann ganz vorne Kalajdzic. Ja, und das ist keine Ahnung. Wenn du das mal ganz doof anguckst, das ist gefühlt unser Zweitligakader. So, Anton ist neu, ja. Kalajdzic war auch eigentlich nie vorne mit dabei. Der kam ja erst ganz, ganz am Ende der Saison mit seiner Verletzung da, die er Ewigkeiten mit sich getragen hat und eigentlich ohne diese Corona-Pause quasi auch nicht mehr gespielt hat in der Saison für uns. Das ist unser Zweitligakader. Und das macht's, es ist halt einfach, boah. Dazu fehlt dann in diesem Zweitligakader noch ein Gonzales, ein Tommy, die zumindest mal in der Bundesliga gekickt haben, vielleicht nicht unbedingt perfekt nachgewiesen haben, dass sie jetzt krass sind oder sowas. Aber trotzdem, das ist ein Zweitligakader. Und wichtige Leute fallen aus die ersten 3, 4 Wochen oder sowas noch. Das ist halt echt sehr, sehr spannend. Ich bin da schon auf das Rostock-Spiel schon allein schon gespannt. Natürlich dann auch auf den Bundesliga-Start gegen Freiburg. Dann kam auch heute gerade noch rein, quasi frisch, dass Maffeo ausgeliehen wurde zu Huesca. Erstliga-Aufsteiger. Die haben eine, kostet glaube ich eine Million oder so, dass die den ausleihen. Und, also kostet die eine Million. Und haben eine Kaufoption, also keine. Scheinbar keine Kaufpflicht, irgendwie von wegen, wenn ihr drin bleibt in der Liga, wenn ihr Klassenerhalt schafft, dann zack, sondern eine Kaufoption. Also, ihr könnt ihn kaufen nach der Saison, wenn irgendwas passiert oder sowas. Ihr habt die Option, aber ihr müsst sie nicht ziehen. Also, mal gucken, ob der nächste Saison wieder nächsten Sommer, im Sommer 2021 bei uns auf dem Trainingsgelände auftrifft oder zumindest im Büro vom Midland hat die nächste Leihe oder whatever dann gemacht wurde. Das ist ja echt so eine. Echt eine schade, diese Saga eigentlich. Echt schade, finde ich, weil fußballerisch kann der, glaube ich, echt was oder konnte auch was. Aber irgendwie hat es irgendwie menschlich und örtlich einfach nicht gepasst. Und dann, keine Ahnung. Hoffen wir mal jetzt einmal mal aus der Sicht dann, dass die Kaufoption gezogen wird nach der Saison und der halt weg ist, so fertig ist. Dann kam auch noch irgendein Gerücht rein. Fußballtransfers.com exklusiv. Dass wir dann irgendeinem 18-jährigen Marokkaner aus der französischen zweiten Liga interessiert sind. Ich weiß gar nicht, ob es um dieses Fenster geht, weil geht irgendwie darum, dass er nur noch ein Jahr Vertrag hat, dann vielleicht nächsten Sommer. Ja, doch, klingt nach laufender Transferperiode, keine Ahnung, mal gucken. Ist irgendwie Zehner, offensives Mittelfeld, schauen wir mal, Frankfurt ist auch dran. Keine Ahnung, ein bisschen Touch steht ja irgendwie scheinbar auf französische Talente oder der VfB allgemein hat oft französische Talente am Start. Mal gucken, ob daraus was wird. So, mal gespannt. Und dann, genau, sind wir eigentlich schon bei Rostock, wo wir tatsächlich ein Spiel erwarten dürfen, wo 7.500 Rostock-Fans ins Stadion dürfen. Es ist für mich jetzt auch so, wenn man jetzt guckt, mit Leipzig 8.500 Zuschauer, die rein dürfen. Das ist für mich dann halt schon, keine Ahnung, schwierig. Da kann der
die DFL auch nicht viel machen. Es ist ja überall ortsabhängig. Aber irgendwie ist es für mich halt auch, keine Ahnung, irgendwie nicht großartig einheitlich fair, wenn man das so sagen kann. Weil, keine Ahnung, es ist halt schon irgendwo ein Nachteil, wenn dann auf einmal Heimfans da sind und keine Auswärtsfans. So diese 7.500. Klar, du musst Rostock trotzdem schlagen, dritte Liga. Also bitte, du musst da trotzdem weiterkommen. Das soll jetzt nicht damit heißen, aber es ist trotzdem irgendeine Form von Wettbewerbsvorteil oder Wettbewerbsverzerrung, dass der Rostock jetzt mit Zuschauern zocken darf und keiner bei uns da ist, oder dass Leipzig mit Zuschauern zocken darf. Wobei natürlich in der Liga noch was anderes ist, weil dann kann Leipzig, Stuttgart, kann natürlich irgendwie der Fall sein, dass wir dann, ich weiß gar nicht, in der Hinrunde da auswärts, in der Hinrunde oder in der Rückrunde bei den Auswärts spielen, aber dass wir quasi auswärts bei denen spielen, die haben 8.500 Heimfans, keine Auswärtsfans, dafür spielen halt in der Rückrunde bei uns auswärts und dann haben wir da halt 10.000 Zuschauer drin und die haben keine Auswärtsfans drin. Dann ist das ja wieder ausgeglichen. Im Pokal gibt es das ja nicht. Du hast ja nur ein Spiel, deswegen keine Ahnung. Ne, aber zumindest mal cool, dass wir da Fans rein dürfen und darf für uns auch gegen so einen Gegner nicht eine Ausrede sein. Mal gucken, was da passiert. Wir haben ja, wie gesagt, kennen ja Rostock mittlerweile. Haben 2018 nach der krassen Korkut-Rückrunde 2-0 verloren und dann letzte Saison unter Walter noch. Wo auch, glaube ich, schon das erste Spiel schon gespielt wurde, oder das zweite Spiel sogar. Ich glaube, das Heimspiel gegen Hannover, das erste Spiel wurde schon gespielt. Und Heidenheim, ich weiß nicht, ob das Heidenheim Auswärtsspiel nach Rostock kam oder vor Rostock kam, aber da waren wir auch quasi schon im Saisonbetrieb drin. Haben auch irgendwie, keine Ahnung, schäbig 1-0 gewonnen in Rostock, so Job erledigt, mäßig. Rostock ist jetzt auch da reingekommen, weil sie den Landespokal Mecklenburg-Vorpommern gewonnen haben. Halbfinale 5-0 Schönberg 95 geschlagen, Finale Torgelower FC Greif 3-0 geschlagen. Das war auch so ein Ding, weil wir haben ja quasi, wir wurden ja nicht gegen Rostock ausgelost, sondern wir wurden gegen den Landespokalsieger Mecklenburg-Vorpommern ausgelost. Das war diese Pokalauslosung. Diese Saison da so ein bisschen komisch. Genau. Sonst weiß nicht, ob ich noch irgendwas. Ich habe es irgendwie im Hinterkopf, als ich irgendwas vergessen hätte zu sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben unsere Themen abgehandelt. Und dann, wie gesagt, kommt dann der Trailer am. Wann spielen wir? Sonntag spielen wir, also kommt der Trailer am Samstag. Dieser Podcast kommt dann vermutlich. Was haben wir heute für einen Tag? Ich mache gerade Dienstagnacht quasi. Also am Mittwoch kommt der im Laufe des Tages online. Ja. Wir sind mal gespannt, ne? Wir haben ein extrem junges Team, wir haben extrem viele Verletzte auf den ersten Blick, die aber zumindest alle jetzt nicht irgendwie von wegen Monate, sondern erstmal nur Wochen. Also irgendwann wird der Kader wieder vollkommen zusammenstehen. Da wird man sehen, was der Herr Matarazzo auf dem Platz zaubert. Die Testspiele waren bisher eigentlich alle recht okay, fand ich. War jetzt nichts Krasses dabei, aber auch nichts krass Negatives dabei. Also alles vollkommen in Ordnung, alles vollkommen im Bereich. Und dann, wie gesagt, können wir hier Schluss machen mit dem Podcast. Könnt eure Meinung dazu reinschreiben. Ob ich irgendwas vergessen habe, ich habe irgendwie im Kopf, dass ich irgendwas vergessen hätte zu erzählen von dieser Spanne zwischen Saisonende zweiter Liga und wir fangen wieder an gegen Rostock in der neuen Saison. Irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen in der Zeitspanne, keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, wenn ich was vergessen habe. Diskutiert über mich, ja, auch gerne über mich, aber eigentlich wollte ich sagen, diskutiert gerne miteinander und auch mit mir in den Kommentaren über den VfB und dann gerne auch Prognosen zum Rostock-Spiel. Was glaubt ihr, was ist in der Saison möglich? Das natürlich dann auch später unter dem Saisonprognosen-Video gerne, was ihr für möglich haltet, wie ihr das Transferfenster seht, weil wir holen jetzt ja auch niemanden mehr, ne? Das hieß es ja, wir holen jetzt eigentlich niemanden mehr. Das Fenster ist natürlich noch arschlang offen, viel zu lang, aber klar, ist halt auch Corona-bedingt oder Corona-Verschiebung bedingt quasi. Ist ja noch Ewigkeiten geöffnet, aber scheinbar wollen wir keine Noteinkäufe machen und so weiter. Und ich glaube, das ist vielleicht noch das, was ich vergessen hatte oder was ich noch irgendwie ansprechen wollte. Dass wir ja gefühlt kamen, wir hätten, glaube ich, ja echt ein Budget von 20 Millionen gehabt oder sowas, wäre alles normal gelaufen. Jetzt hatten wir ja scheinbar anfangs ein Budget von 5 Millionen, haben dann auf einmal für 8 Millionen Kobel und Anton geholt. Die Maffeo-Millionen kamen dann ja leider nicht, weil der in der Relegation dann im Aufstieg, in der Aufstiegsrelegation dann noch verloren hat. Ich weiß gar nicht, das interessiert mich jetzt aber, ob das tatsächlich auch Huesca war, gegen den der gespielt hat in dieser Aufstiegsrelegation.
Nee, gegen Elche war das okay. Aber das wäre natürlich noch lustiger gewesen. Da hätten wir auch noch ein paar Millionen Kaufpflicht bekommen für Mafiori, irgendwie 5 oder sowas. Aber ne, wir sind relativ knapp bei Kasse scheinbar, ne, durch Corona alles, ne? Und werden auch nicht mehr aktiv werden. Also der Kader wird ziemlich so bleiben, außer natürlich, du hast doch irgendwie einen dicken Abgang, Mangala, Gonzalez, wer auch immer. Aber sonst wird auch keine Panikeinkäufe sonst was getätigt mit Verletzungen. Also wir gehen quasi mit dem Kader rein. Und der ist wirklich gefühlt, ne, Kader beibehalten aus letzter Saison, gefühlt keinen abgegeben, auch wenig dazugeholt. Deswegen gehen wir da wirklich gefühlt mit dem Zweitliga-Kader rein oder mit dem gleichen Kader rein aus letzter Saison. Also wird das, das wird eine ganz, ganz wilde Nummer, glaube ich. Das wird eine ganz, ganz wilde Nummer. Wenn wir am Ende auf 15 stehen, können wir, glaube ich, mehr oder minder zufrieden sein. Oder es sollte auch das Hauptziel sein, einfach drin zu bleiben. Und da, ne, so als kleiner Teaser für die Saisonprognose dann nächste Woche irgendwann, die dann wahrscheinlich kommen wird. Sollten wir aber schon irgendwie es hinbekommen, dass wir ein paar Mannschaften noch unter uns haben. Ich sehe auch ganz ehrlich Schalke gerade ganz tief in der Scheiße. Bielefeld ist auch mit uns dabei, frisch aufgestiegen, auch kein Krankenkader oder so. Bremen auch weiter mit Problemen. Augsburg ist immer ein Kandidat, aber die halten sich irgendwie immer drin. Mainz für mich immer ein Kandidat. Auch Köln mit Gisdol, ne, ist auch nicht so wirklich das. Und die ganzen Kirchen, wenn wir noch vergessen, Union Berlin und sowas, ne, das sind alles so, wo dann die zweite Aufstiegssaison kommt, das ist auch bei Köln auch das Gleiche, kommt auch die zweite Aufstiegssaison oder die zweite Saison nach dem Aufstieg in der ersten Liga, wo wir abgestiegen sind, wo viele dann absteigen, wieder nach einer ersten, vielleicht besseren Saison direkt nach dem Aufstieg. Genau, so ein paar Leute, die vielleicht so kleine Gewinner aus dieser Vorbereitungsphase sind, um es dann wirklich noch völlig abzuschließen. Ich glaube, das war wirklich jetzt noch was, was mir vielleicht noch auch im Kopf war. War einfach viel, ne? Ist viel passiert, war eine lange Zeit, wo ich nicht gelabert habe. Deswegen kann gut sein, dass ich hier was vergessen habe. Aber wer für mich so ein bisschen sich nach vorne gespielt hat, ist ein Klimovic. Der steht über Transfermarkt.de auch gar nicht als verletzt dran, aber der ist ja auch noch irgendwie angeschlagen. Also zumindest fürs Rostock-Spiel ist er, glaube ich, keine Option. Dann für Freiburg vielleicht schon wieder. Weil dann könntest du ja von mir aus auch wieder in die Davi ersetzen, in dieser Kicker-Aufstellung. Und dann Klimovic spielen lassen oder so. Auch einen Koulibaly hat viel gespielt. Das sind so vielleicht so zwei kleine, quasi, blöd gesagt, aus dem Nichts-Dinger, weil die haben ja auch letzte Saison für keine Rolle gespielt. Wir hatten viele, die keine Rolle gespielt haben, die vielleicht diese Saison tatsächlich eine Rolle spielen, obwohl wir in der Liga höher sind, ne? Vielleicht ein Massimo, der mehr eine Rolle spielt. Kalajdzic wird auf jeden Fall mehr eine Rolle spielen, logisch. aber vor allem Koulibaly, den Klimovic. Vielleicht bekommt Eckloff sogar mehr Einsätze diese Saison als letzte Saison. Sehr, sehr interessant zu sehen, was da so passiert. Bin aber eigentlich auch mit dem Transfer-Business eigentlich ganz zufrieden, ne? Wenn man auch weiß, was man überhaupt machen konnte, bin ich da echt zufrieden mit. Mafropanos finde ich auch schade, steht ja auch kein verletzten Ding hier drin bei Transfermarkt.de, aber der ist ja auch verletzt, der hat auch, glaube ich, gefühlt noch kein Spiel gemacht, oder auch selbst kein Testspiel, nichts gemacht für uns. Weil den halte ich eigentlich für echt gut, ne? Von dem, was er so gesehen hat bei Arsenal oder bei seinem griechischen Club davor, oder auch bei der Laie bei Nürnberg, wo er auch nicht krass viel gespielt hat, aber der war halt echt nicht verkehrt. Der ist kein schlechter Mann, der Mafropanos. Den würde ich echt gerne hinten drin sehen. Weiß auch gerade aus dem Stegreif nicht, wie lange der noch ausfällt, aber ne, wir haben halt echt gerade unnötig viele, die ausfallen. Das finde ich halt echt ein bisschen nervig. Ich kann diese Liste nochmal hervorheben, hat irgendwie auf Twitter. Vertikalpass war es, glaube ich. Liste geschrieben, wer alles ausfällt. Wo ist immer? Hier. Massimo, Tommy, Eckloff, Mola, Förster, Mafropanos, Klimovic, Kempf, Gonzales. Aber jetzt erstmal auch für unsere VfB-Ding, unsere VfB-Fankultur oder unser typisches schwieriges Umfeld. Erstmal gucken, was passiert. Wie treten wir gegen Rostock auf? Wie treten wir in den ersten Spielen auf? Und dann kommen diese Spiele auch alle wieder zurück irgendwann. Die sind alle nicht für 3 Monate weg, sind alle für 4 bis maximal 6 Wochen weg. Was natürlich auch scheiße ist, wir haben gerade Verletzungspech und das ist total kacke für uns in der Situation. Aber erstmal Ruhe bewahren. Ich muss auch versuchen, mich da nicht zu sehr reinreiten zu lassen, von wegen, ja, super, direkt schon am Arsch die Saison. Erstmal gucken, was passiert. Und wie gesagt, alles mehr zur Saisonprognose oder sowas. Dann in dem Video nächste Woche, vermutlich ja nächste Woche kommt, die Saisonprognose zur generell zur Bundesliga. Und dann hören wir uns auch im Podcast ja nach dem Rostock-Spiel und vor dem Freiburg-Spiel wieder. Wenn ich irgendwas vergessen habe, wie gesagt, schreibt es mir unten rein oder schreibt mir generell Feedback.
Anregungen, whatever, in die Kommentare, wo es halt möglich ist, ne? Also auf YouTube, auf Spotify nicht. Da gibt es meines Wissens keine Option. Dann kann ich da wieder drauf eingehen in dem Podcast. Aber hier denke ich, die halbe Stunde reicht erstmal. Genau. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, auf YouTube auch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.